Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zu Beginn meiner Ausführung möchte ich mich ganz herzlich bei der Landtagspräsidentin für ihre einleitenden Worte der Anteilnahme zum Tod unseres Abgeordneten Dr. Bernd Grimmer hier aussprechen. Ich denke, das war mehr als angemessen und hat mich auch persönlich sehr berührt. Dass die AfD-Fraktion eine Persönlichkeit verloren hat, einen Menschen, der sich Jahrzehnte in der Politik in Pforzheim für das Wohl der Stadt eingesetzt hat, die letzten Jahre hier im Landtag sich in die Politik eingebracht hat, der stets angemessen seine Belange vorgetragen hat. Das schmerzt uns sehr, dass wir diesen Kollegen verloren haben. Und ich sage Ihnen, es war ein Mensch, der immer, solange ich ihn kenne, selbst für die Selbstbestimmung des Menschen sich eingesetzt hat und der letztendlich auch bedauerlicherweise selbstbestimmt an diesem Zeitpunkt, an diesem zu frühen Zeitpunkt verstorben ist. Da steht die AfD vom ersten Tag ihrer Gründung für diese Selbstbestimmung des Bürgers, für die Eigenverantwortung, vor Fremdbestimmung. Und das respektieren wir, das werden wir auch zukünftig so handhaben. Wir werden uns auch zukünftig dafür einsetzen und den Bogen zur Impfpflicht zu schlagen. Wir werden uns auch zukünftig gegen eine Verpflichtung zur Impfung einsetzen. Der Mensch hat das Recht, selbst über sein Schicksal zu bestimmen. Und dass wir uns richtig verstehen, das geht für mich genau bis zu dem Punkt, die Freiheit geht bis zu dem Punkt, wo es die Freiheit eines anderen nicht einschränkt. Und das heißt, derjenige, da haben wir hier auch in der Fraktion eine klare Regelung, derjenige, der sich hier treffen will in der Urbanstraße mit anderen Menschen, der hat einen absolut tagesaktuellen Test vorzulegen, mitzubringen, dass jeder gegenüber, dass der Gegenüber auch sicher weiß, dass er sich bei diesem Kontakt nicht infizieren wird, sofern man von einer Sicherheit bei Tests, bei Impfungen, bei anderen Maßnahmen, kann man nicht von einer hundertprozentigen Sicherheit ausgehen. Aber die hundertprozentige Sicherheit können wir nicht herstellen. Die Vollkasko-Politik, die funktioniert nicht. Denn wir können nicht jeden einzelnen Menschen für sich separat irgendwo einschließen. Das wäre weltweit vielleicht die einzige Möglichkeit, über 14 Tage einen Erfolg zu erreichen. Das funktioniert in dieser Gott sei Dank freien Welt nicht. Zu den Verhandlungen gestern oder zu der Ministerpräsidentenkonferenz möchte ich nur anführen, was der Kretschmann ausgeführt hat. Zunächst mal ein Zitat, was er vor der Konferenz gesagt hat. Er erwartet vom Bundeskanzler Scholz jetzt Richtung und Führung möchte er bestellen. Richtung und Führung möchte er von Herrn Scholz bestellen. Das hat anscheinend nicht so sehr geklappt, denn Herr Kretschmann ist ja nicht so sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Und es erschließt sich mir persönlich und meiner Fraktion auch nicht, warum man Maßnahmen für dringlich und für vordergründig und für absolut notwendig erachtet von Regierungsseite und die dann erst mit einer einwöchigen Verzögerung einführen möchte. Das bleibt tatsächlich unerklärt, bleibt auch nach den Ausführungen von Herrn Ministerpräsidenten für mich nicht nachvollziehbar. Wenn man diese Maßnahmen für absolut unumgänglich hält, da muss man sie sofort einführen. Und sofort heißt heute, heute, nicht morgen. Das ist das ganz Entscheidende. Wir stehen nach wie vor mit unseren Forderungen nicht mehr alleine. Wir haben schon vor anderthalb Jahren gefordert, dass man einen Expertenkreis zusammenstellen sollte. Wir haben da einen Stuhlkreis verlangt von Experten. Da haben wir uns belächelt. Heute haben wir den in Berlin, anderthalb Jahre zu spät. Wenn dieser Expertenrat dann zu einstimmigen Ergebnissen kommt und die der Ministerpräsidentenkonferenz vorlegt, dann wundert man sich schon, wenn
zwei Stunden später, drei Stunden später, das doch nicht mehr so ganz einstimmig war, sondern wenn der RKI-Chef dann vorprescht mit einer eigenen Vorstellung, die er ein paar Stunden vorher in dem Expertenrat anscheinend nicht vorgebracht hat, sonst wäre es nicht einstimmig gewesen, dann muss man sagen, disqualifiziert sich dieser Mann für diese Aufgabe beim RKI und sollte eigentlich von der Regierung dort auch abberufen werden, meine Damen und Herren. Die Omikron-Variante, die jetzt hier beschrieben wird, von der wissen wir genauso wenig, wie wir am Anfang von dem Virus insgesamt wussten. Wir können vermuten, wir haben am Anfang gehofft, dass wir einen Impfstoff kriegen. Wir sind davon ausgegangen, wie nach dem Impfen ist es rum mit der Pandemie. Nach der zweiten Impfung ist es rum, nach der Boosterimpfung ist es rum. Ich glaube, dass Impfen alleine nicht der Weisheit letzter Schluss sein wird. Impfung muss jeder für sich persönlich aus seinen Lebenserfahrungen, aus seinem persönlichen Gesundheitszustand, aus seinen Abwägungen für die Zukunft heraus, muss er entscheiden, ob er das tut oder ob er das nicht tun will. Ich freue mich, dass wir jetzt ein Angebot erweitert haben mit einem Totimpfstoff. Allerdings der Hinweis, dass mehr Nebenwirkungen zu erwarten sind mit dem neuen Impfstoff, der hat mich dann auch nicht sehr zufriedengestellt, wenn Wissenschaftler direkt solche Aussagen dahinterher schicken, dass er von den Nebenwirkungen, ja, dass mehr Nebenwirkungen zu erwarten sind wie mit dem vorhandenen mRNA-Impfstoff. Die Teststrategie von uns haben wir jetzt auch seit zwei Jahren, seit anderthalb Jahren möchten wir, dass das tatsächlich umgesetzt wird. Nicht umsonst hat die USA, der Präsident, jetzt 500 Millionen Tests geordert. Vielleicht bleibt für uns da nicht mehr viel. Wir sollten da ziemlich schnell eigentlich auch agieren. Und da muss man sich ja hier nicht nur im Land, sondern auch in Berlin drum kümmern, dass wir da nicht wieder am Ende der Schlange stehen und nicht genügend Tests zur Verfügung haben. Denn ohne, wenn wir diese Vorhersagen von dieser Variante betrachten, dann müssen wir sagen, geht es tatsächlich nur mit der von uns vorgeschlagenen Möglichkeit, dass sich jeder tatsächlich täglich testet. Denn wie wollen wir denn reagieren, wenn jetzt innerhalb von 2, 3, 4 Wochen 30, 40, 50% der Menschen in Quarantäne sind, nicht mehr an die Arbeitsplätze zurückkehren können? Dann haben Sie von der Seite einen Lockdown, den Sie auch nicht wollten. Also müssen wir Möglichkeiten schaffen, wie Menschen am Leben teilnehmen können, Geimpfte und Ungeimpfte. Das ist das Wesentliche, dass alle Menschen am öffentlichen Leben teilnehmen können, auch in Zukunft mit unter den Abstandsregelungen, unter den AHA-Regeln und mit Testung. Anders funktioniert es nicht. Wir haben uns auch gefreut, dass ein zweiter Vorschlag der AfD inzwischen hier in der Landesregierung diskutiert wird, zwischen dem Sozialminister und dem Finanzminister, was eine Steuerbefreiung für Zulagen von Pflegekräften, von Helfern und Arzthelfern betrifft. Das haben wir hier, oder ich habe das auch persönlich hier vorgetragen vor einigen Wochen, dass das eine wichtige Maßnahme wäre, nicht nur Beifallklatschen, sondern hier auch tatsächliche Anerkennung gewährleisten diesen Hilfskräften. Sonst verlieren sie in den nächsten Monaten hier auch noch mal wesentlich mehr Arbeitskräfte, als sie sich das vorstellen können. Und das Gesundheitssystem wird ihnen noch eine schwierigere Situation kommen, wie sie heute schon existiert. Also die AfD hat hier schon vernünftige Vorschläge gebracht und sie werden diskutiert oder zum Teil umgesetzt. Und da bin ich mir bei der Teststrategie ganz sicher, dass das auch in Zukunft, und wenn es zwangsweise auf Sie zukommt, es wird auf Sie zukommen, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich ganz zum Schluss noch einen Satz zu den Veröffentlichungen der letzten 24 Stunden noch mal zurückzukommen auf den Tod von Dr. Bernd Grimmer, was sich hier in der Presselandschaft getan hat. Also ich fand das, liebe Kollegen, Fraktionsvorsitzende, ich fand das wirklich unterirdisch und ich fand das
pietätslos, dass man wenige Stunden nach dem Versterben eines Abgeordneten sich um solchen Mist Gedanken macht, was die Folgeregelung eines Abgeordneten einer Fraktion betrifft. Also ich glaube, da wäre Kondolieren bei der Familie, die dieses tragische Schicksal zu erleiden hat, wäre in dieser Phase wichtiger gewesen. Deshalb mein Weihnachtswunsch, ich wünsche allen Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest. Den Kollegen Fraktionsvorsitzenden wünsche ich ein Fest. Danke.